In der letzten Folge von Visage haben wir uns nochmal genauer im Fortschrittsraum umgeschaut und siehe da, da ist doch ein Schürhaken an der Wand. Und genau der hat uns gefehlt, um auf den Dachboden zu gelangen. Dort wurde uns die Frage beantwortet, wohin der geheimnisvolle Spiegel zeigt, nämlich auf den Dachboden. Außerdem fanden wir noch eine Luke, die in einen Raum führte, den wir noch gar nicht gesehen hatten. An den Wänden hing das immer gleiche Bild von einer dämonisch aussehenden Frau. Es war alles vollgekritzelt und wir erführen durch ein Tonband, was die Frau erlebt hat. Außerdem haben wir zwei Löcher an der Wand entdeckt, durch die man einen geheimen Raum mit drei gruseligen Porträts an der Wand schauen konnte. Dann haben wir auf dem Bett noch eine Pantoffel gesehen und als wir die zweite Pantoffel auf dem Boden gefunden und dazugelegt haben, ist der Spiegel zerbrochen. Und dann haben wir bemerkt, dass die Klamotten weg sind. Und dann haben wir bemerkt, dass die Tür sich geöffnet hat. Und dann sind wir der Spur gefolgt. Es ist also einiges passiert. Falls ihr die Folge nicht geguckt habt, solltet ihr unbedingt nochmal reinschauen. Und jetzt geht es weiter mit Folge 6. Viel Spaß. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge Visage. Hallo, Kranicha. Hallo. Grüß dich. Ich bin hier jetzt nochmal im Dings, Wo bist du in in der der Garage? Garage, und zwar da nochmal in dem Schlupfloch. Okay. Du bist ja hier Ja, nochmal in die Garage geflüchtet. wir haben ja tatsächlich beim letzten Mal einiges erledigen können. Du kannst das Licht hier anmachen. Ah, okay. Geh Ja, noch ja. mal kurz rein. Also der Lichtschalter, wenn er nach oben ist, ist er an. Ja, okay. Machen wir ihn doch mal an. Ja, genau. Dann kannst du das Feuerzeug ausmachen. Okay. Jetzt, ich würde noch mal gerne hier in dieses, Ja, klar, mach wie hieß ich. Also das, das war ja Thronsaal oder so bei der reingehen? letzten Folge alles ja. Guck mal, Ah, hier da steht doch war was. interagieren. Ja, Naja. das weiß ich ja auch nicht. Nö, wir müssen hier nicht lagen. Nein, ich habe gesagt, das geht hier alles nicht. Das war auch so gruselig. Ja, gut. Man muss dann der Ja, Lori dann machen. gönne Also, wir ich dir steigen den ab. gönne ich dir den Spaß. Na, ist doch nicht ganz normal. Das gönne ich dir gerne. So. Hier ist nicht so dunkel. Alles entspannt. Hier rieselt es wieder runter von der Decke. Ist so ein bisschen Da verbogen. kannst du du dich ducken vielleicht reingehen. Ducken? Nämlich gar nicht ducken. Ja, hier rein meine ich dann. Nee, geht nicht. Nee, okay. Nee. Hallo? Ach, Hallöchen. Da bist du ja wieder. Wo warst du denn? Wer sind denn Sie? Deine Spuren haben wir gesehen. Ich komme nicht weiter. Gibt's hier Friseurtermin oder was ist hier los? Also ducken geht, aber weiß auch nicht so genau, was man hier machen soll. Ja, dann geh erstmal zurück und guck rechts, links, rechts, links. Dann können wir durch. So. Machen wir doch mal. Gibt es da irgendwie Dip, 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 Kerzen dip. oder... Oh, hallo. Du Kerzen wolltest mich da nicht. runterschicken, na, ich sag mal. Aber es gibt hier so etwas. Ich geh mal hin. Dann ist es nicht so dunkel. Das sieht aus wie diese ganzen Spiegel. Ja, es sieht aus wie diese ganzen Spiegel. Mach mich Eins, nicht zwei, nimmer. drei, vier. Und man hört ein Baby schreien. Was ist eigentlich mit dem Baby? Das Feuerzeug bleibt die ganze Zeit hängen. Ich weiß nicht. Was soll mit dem sein? Man hört ja ab und zu mal ein Baby weinen. Stimmt. Oh, da ist was. Wo denn? Da ist ein Mann im Spiegel. Hä? Funktioniert nicht. Na gut. Okay. Ich habe da eine Reflexion gesehen von einem Mann. Ja, kann sein. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Bin noch Für nicht mich sieht das verrückt. alles gleich aus. Was hier hinter? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber du kannst ja auch nichts machen da. Nee. Ich glaube, da ist gar nichts. Okay. Ich glaube, das ist gewollt, dass wir hier ganz doll rumgehen. Die ganze Zeit. Oder auch nicht. Gut, Weiß also nicht. interessante Folge.
Lauf einfach mal in eine Richtung. Spiegel. Guck mal da. Was? Hast du den gesehen? Nein. Da war so ein Mann. Wo denn? Er ist hier in die Richtung gelaufen. Ich sehe ihn nicht mehr. Aber vielleicht ist er nur in der Reflexion da. Das sind nur meine Schritte, die man hört, ne? Mhm. Na gut. Und zurück kannst du auch nicht irgendwo hin, ja? Nee. Du bist ja jetzt gefangen bei den Spiegeln, oder was? Also ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht probiert. Ja. Ich wollte jetzt erstmal den Mann hinterher. Da oben ist was. Da hängt ja jemand. Ja. Eine Oder ein Frau. Kleid. Nee, du hast recht, da hängt jemand. Ja. Was machen wir jetzt? Muss das hinter dir sein oder sollen wir einfach rum und die Geschichte sehen oder was? Ah ja, da siehst du ja nichts. Ja. Also müssen wir uns ja an den Spiegeln orientieren. Ich komme ja auch nicht rein. Tja, nun. Das Zimmer, wo wir gerade eben waren, ne, die Folge davor, wo ich gespielt habe, das sah ja auch ein bisschen älter aus. Vielleicht war das seine Mutter? Ja, möglich. Die wahnsinnig geworden ist und... Das kann gut sein. Hier ist da noch ist was. Auch was. Oder jemand. Ja. Ich trau mich immer nicht. Nee, ich auch nicht. Das sieht aus wie ein Kind. Ja, also ist auf jeden Fall... Sieht nicht gesund aus. Aha. Kann ich jetzt da hingehen? Passiert dann was? Vielleicht musst du nochmal um den Spiegel rum. Feuerzeug geht immer noch nicht. Mhm. Nee, keine Ahnung. Wir gehen nochmal laufen. Also bei der Tastatur Shift. Okay. Dann geh nochmal rum, vielleicht sehen wir gleich noch ein neues Bild. Ja. Sehr gerne. Jetzt ist die Frau auch weg, ne? Ja. Ist das gleiche, ne? Ja. Dann vielleicht mal andersrum? Ich mach noch einmal. Mhm. Dann gehe ich nochmal andersrum. Das kann ja sehr gut sein. So, Da. Kann ich irgendwas kaputt machen? Was habe ich im Inventar? Das Ding. Kann ich auch nicht verwenden. Mhm. Na gut. Gut, gehen wir einmal nochmal links, gegen den Uhrzeigersinn. Nach rechts. Da war ja einmal die erhangene Frau im Kleid. Hm, ja, wahrscheinlich diese Erhängte. Mutter da von dieser Geschichte, von dem Tonband. Hm. Okay. Da ist es wieder. Bist du jetzt einmal rum, oder? Ich bin einmal rum. Hm. Dann dann. Also klopfen geht auch nicht, ne? Du kannst da gar nichts machen. Ich kann nicht klopfen. Weiß ich nicht. Wir hatten ja vorhin diese Zahlen, ne? 50373 oder irgendwie sowas. Aber ja, das wäre zu viel, glaube ich, 5-mal in eine Richtung, 3 in die andere und gar nicht und überhaupt und das passt nicht. Ja. Und wenn du dich umdrehst, ist alles nur schwarz, ne? Mhm. Also du kannst nicht irgendwo hingucken, sonst außer auf die Spiegel. Das ist richtig. Und Feuerzeug hier anmachen, mal versuchen? Geht nicht, verändert sich auch nichts. Mhm. Ich probiere mal was. Und zwar Tabletten zu nehmen. Mhm.
Ob das dann weggeht? Nein. Kann ich hier zwischendurch? Auch nicht. Ist ja auch nicht so weit weg, ne? Also, wie weit weg ist das? Ungefähr so. Kann ich hier was machen? Kannst du dich nochmal umdrehen? Möchte nicht. Nur schwarz alles. Seltsam. Jetzt ist er weg, oder? Jetzt. Oh Gott. Jetzt ist er weg. Da wolltest du mich runterschicken, ne? Dankeschön. Da hätte doch mal reingehen können. Habe ich mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ich auch. Muss ich zugeben. Ja. Oh, gut. Also. Da sind wir. Versuch mal bitte rechts das Licht anzumachen, bitte. In einem Raum. Nee, ist schon oben, ne? Ist oben. Und. Boah, ich höre was atmen. Ich auch. Beziehungsweise schnarcht. Jemand schnarcht, etwas schnarcht. Der schnarcht was? Funktioniert nicht. Dann na die gut. Tür mal aufmachen. Oh, ist ja alles schief und krumm. Was soll denn das? Und hier? Dann geh erstmal dem Licht nach. Na gut. Überzeugt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, ne? Aber das wäre mir, da würde ich mich jetzt wohler fühlen. Ja, ich wollte noch erstmal nach dem Sound schauen. Aha. Hä? Warum ging es eben nicht? Hier okay. Geht's nicht. Okay, dann geh erstmal unten die Treppe runter, bitte. Okay. Wieder diese gleichen Bilder. Ja, von letzter Folge. Ein Spiegel, der was ganz anderes zeigt. Kannst du durch den Spiegel laufen, ne? Da gehe ich von aus. Okay, wir sind wieder im Haus. Hui, die Couch ist weg. Das ist alles wie vorher, aber schräg, ne? Und die Couch ist weg. Oder nehme ich das falsch wahr? Okay. Am Auto war was? Ich gehe mal zum Auto, ja? Zur Garage, genau. Zur Garage. Bisschen schneller. Was ist denn hier los? War das vorher schon so? Du musst dich reinsetzen, denke ich. Ja. Und du? Und ist da ein Schlüssel, irgendwas? Du musst dich da... Es ist automatisch jetzt, ja? Okay, Alarmanlage ist aus. Dann können wir wieder aussteigen. Tür zu. So habe ich das gelernt. Aber die hat jemand einen Beil geworfen, oder? Oder was ist das? Ja, irgendein... Kein Beil. Hockeyschläger. So ein Rohr oder sowas. Also. Und die Tür. Ist die neu? Hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon, ne? Aber dafür ist das jetzt hier alles verbarrikadiert. Richtig. Interagieren? Geht nicht. Also das war nicht. Ja, kannst du mal die Brechstange nur einmal versuchen anzuwenden? Ja. Hier geht's hoch? Ja. Das kann ich probieren. Wie geht das mal? Kann ich hier nicht verwenden? Okay, kann man nicht verwenden. Gut. Ich weiß nicht, was das für eine Errungenschaft war. Heiße Schokolade? Ach, da stand gerade Errungenschaft, also Schokolade. Ja. Ach, na toll. Gut, geht nicht. Gut.
Ich wollte einfach nur, also ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas sehen, kennen müssen oder soll ich mich nochmal ins Auto setzen? Da unten liegt eine Kerze. Kannst du die schon mal mitnehmen? Wo denn? Nee, ist keine Kerze. Und eine Glühbirne auch. Okay. Aber warte mal, wie viel passt jetzt in dein Inventar? Noch genug. Also hinter dir liegt eine Kerze, also an der Tür. An der Tür liegt eine Kerze. Ja? Ja. Die steht da so rum auf dem Boden. Okay. So, ich gehe nochmal ins Auto rein. Guck mal rechts, ob da irgendwas ist. Interagieren. Aha. Okay. Jetzt haben wir einen Hammer. Oder so ein. Eine Doppelhänder-Streitaxt. So, ne? Ja. Ajo. Gut. Was können wir damit machen? Oh. Ich möchte das nicht. Mm-mm. Gut, naja, aber gut, dass du nochmal reingegangen bist. Also das kannst du den Hammer aufnehmen. Ich hoffe. Mm-hmm. Ich probier mal. Mm-hmm. Beweg dich. Was passiert? Hä? Ich komme nicht mehr weg. Paralyse. Kannst du laufen? Nein. Ich weiß nicht. Was passiert? Ich gehe nochmal rein ins Auto. Vielleicht ist irgendwas schiefgelaufen. So. Auto rein. Auto raus. Laufen. Okay, komisch. Dann mach mal die Autotür zu. Ja. Und jetzt können wir das Ding nehmen. Ja, irgendwie ein Bug. Tatsächlich. Und kannst du das gleich an dieser Kettentür verwenden? Kannst probieren. Also nicht so, aber... Interessant, Loris. Also ich... Ich hau jetzt mal mit diesem Hammer auf den Tisch. If I had a hammer, ne? Ja, wie bei 3 nach 9, dieser eine Typ von Tonsteine Scherben. Peng. No. Gut, also ich glaube... Oh. Da hängt was. Das hängt irgendwie. So. Ja, also kannst du den auch im Inventar verstauen? Ich denke. Okay. Ist das denn ein wichtiger oder ein dynamischer? Ein dynamischer Gegenstand. Das ist ein dynamischer? Ja. Du kannst keine Zweihandgegenstände lagern. Okay. Komisch. Ah, dann laufen wir damit ein Stück. Gut. Ich kann ihn nur fallen lassen, ne? Naja. Ist doch nicht so wild. Oh. Oh Gott, guck mal da oben. Ich möchte das nicht. Ist auf mich zugerannt, aber dann war es weg. War das sie? War das, also was, war das ein Kind? War das eine Frau? Was war das? Das war kein Kind, das war eine Frau. Hallo? Das war hier, wo der Spiegel war, ne? Wo wir jetzt in die andere Welt kommen. Ist da unten rechts ein anderer Spiegel? Da ist ein anderer Spiegel, jo. Kannst du mal kurz zur Eingangstür gehen und gucken, was das für ein Spiegel ist? Na, der ist noch nicht freigeschaltet. Oder beziehungsweise, keine Ahnung. Okay, und was ist das? Halt, stopp. Nochmal hinter dir. Und nochmal umdrehen? Bitte. Da ist doch jetzt die Tür angelehnt unten, siehst du das? Da? Ja, war die immer angelehnt oder? Das war doch die Tür, wo der, der Stuhl vorstand. Weißt du, den Stuhl haben wir doch jetzt weggezogen oder aufgestellt. Okay. Die war tatsächlich erst zu.
Okay, und sie ist auf dich zugerannt, ja? Das hattest du gesehen gehabt. Nee, man hat es nicht gesehen, man hat es nur gehört. Ich hatte das Bedürfnis, etwas kaputt zu machen. War das jetzt ein Mädchen? Weiß nicht. Aber hier ist die andere Seite von dem. Hier ist, das war die Frau. Was ist das jetzt hier? Interagieren. Geht nicht. Ich weiß es nicht. Und richtig mit Kabum? Ich mache hier ständig Kabum. Nee, das scheint nichts zu bringen. Mhm. Ich würde jetzt nochmal zurückgehen. Wir haben jetzt diesen Hammer. Warte mal. Dreh dich nochmal um, bitte. Ja. Das ist auch ein Spiegel. Ja, aber der ist auch noch nicht aktiviert. Ist auch noch nicht aktiviert, okay. Entschuldige, das ist zu aufregend hier. Ich laufe einfach weiter durch. Ja, mach einfach. Gut. Also meine Idee wäre, entweder nochmal... Okay. Ich schlag den Jesus vom Kreuz. So was sagt man nicht. Oder nochmal dran. Na gut, dann nehme ich das zurück. Also da ist jetzt unten, guck mal, ist nichts mehr. Unten ist nichts mehr, genau. Na, dieses Portal ist zu. Hier kommst du rein, aber es ist kein Licht, ne? Guck nicht einfach da an die Wand, du wirst gleich irre. Ich wollte die Wand auftrümmern. Geht nicht. Du musst wieder ins Licht, glaube ich. Ja, weiß. Also Lichtschalter waren da. Hast du gesehen? Ja. Ob die gehen, weiß ich nicht. Nö. Okay. Das ist schon an. Da kannst du dagegen schlagen? Ich kann interagieren. Bring me my child. Oh, okay. Ist eine Frau. Was? Das Kind hat. Was? Die Frau hat dich gebeten, das Kind zu ihr zu bringen? Ihr Kind zu ihr zu bringen. Und weiter? Kannst du noch was sagen? Nee, das ist alles. Bring me my child. Bring me my child. Das ist eine Frau oder? Hallo. Guten Tag. Ich klinge nicht so gut. Oh oh. Ich würde einmal noch kurz zum Kinderbett gehen und gucken, ob da ein Kind ist. Weil wo soll sonst das Kind sein? Hm. Ja, gute Idee. Und dann schließen wir die Folge ab. Jetzt wart erstmal ab. Ich wart ab und dann schließen wir die Folge ab. Ja. Sag mal, läufst du noch gebückt? Achso, ja. Ha. Hat schon wieder geklopft, ne? Hat geklopft. Ist sehr dunkel hier. Mhm. Hast du einen Lichtschalter? Geht der? Machen wir lieber Licht aus. Was ist hier los? Geh rein. Lass doch an. Ist doch gut, dass Licht an ist. Wieso musst du jetzt Licht ausmachen? Ich will nur gucken, ob Licht an ist. So. Hier ist wieder ein Spiegel. Mhm. Da bewegt sich was. Ah ja. Das klemmt. Du müsstest im Flur wieder den Schürhaken anwenden, ne, wenn das geht. Das war doch hier oben. Da sieht man auch das Licht. Den Schürhaken, nicht den Hammer. Ja.
aus dem Inventar. Alles klar. Das machen wir aber in der nächsten Folge von Visage. Genau, dann klappt das hier wenigstens, wa? Ja. Bis dann. Ja, tschüss. Wissenschaft freigeschaltet. Na guck. Was denn? Ich weiß nicht. Ja, tschüss. Tschüss.